Ja, kriege ich vielleicht sogar mal meine Co-Power hier zusammen jetzt. Würde mir nämlich auch schon eine Menge helfen, dem mal ein bisschen die Fans abzuziehen. Ja, dabei bin ich eigentlich derjenige, der angegriffen hat, ne? Das Matchup geht 5-7 für ihn aus. Aus der Range komme ich so oder so nicht raus. Das heißt, einen Beschuss kriege ich so oder so ab. Oh, der hat gleich wieder eine Super. Muss ich jetzt echt aufpassen. Ah, okay, seine Super ist gecharged. Das heißt, ich muss bei Grid die Einheit ein bisschen auseinanderziehen und den Drake nochmal einen zweiten Kometen catchen lassen. Oh, das ist super, dass du den da wegbewegst. Und das ist auch super, dass du den da wegbewegst. Ach, Moment mal, da wievielte Tag ist das? Wenn es Tag 14 ist, wäre es blöd. Wieso? Ja, weil dann wieder ein Schocklaser kommt. Oh, Schocklaser und Super in einer Runde. Oh, das könnte echt schwer werden. Das Gute ist, ich kann ihm jetzt alles kaputt schießen, was ich will, ohne dass ich irgendwie zurückhalten muss, weil... Wenn Grid noch einen Schocklaser abkriegt, ist es auch nicht schlimm. Prozent.
Paper Scissors. Okay, da muss der nächste Komet einfach irgendwie reingehen. Ich glaube zwar eher, dass der bei Grid irgendwo reingeht, aber versuchen kann man es ja. Der scheint auch hier. 102%, gut, dann ist der zumindest schon mal geschwächt. Was? Okay, ich muss dann nur noch den hier durchbringen. Oder vielleicht noch den hier. Immer einen Backup-Plan haben, falls irgendwas schief geht. Und sei so gut und schießt den bei Drake rein. Ich glaube zu ihr, dass der. Es kommt wirklich Super und Schocklaser in einer Runde. Ah. Na gut, dann geht er jetzt auf jeden Fall bei Drake rein, weil bei Grid jetzt ziemlich alles kaputt ist. Der bewegt die Flak da nach unten, das ist super. Super für mich zumindest. Das heißt ja, dass ich den eventuell, wenn der jetzt da oben keine weitere Flak gebaut hat, dass ich den dann schon umhauen kann. In 2 Tagen. Der darf da oben bloß weder Missile noch Flak bauen. Schauen wir doch gleich mal nach. Der hat um gar nichts gebaut. Das ist ja okay, ich habe gewonnen. Okay. Nicht unbedingt schön, aber ich habe gewonnen. Ach, wozu schieße ich überhaupt? Ich glaube, ich sollte am besten einfach die Runde beenden. Den hier vielleicht noch anschießen, auch wenn es nur 48% Schaden ist und das mit einer 10 HP Flak auf dem Kopf da. Hier nicht mehr wirklich was ausrichten. Mit Drake muss ich einfach nur schauen, dass ich überlebe. Nicht, dass mir den umhaut. Oh, okay. So. Ich habe noch 24 Benzin mit dem Teil. So. Der muss darauf. Erster Schuss. Für den Fall der Fälle einfach noch weiter Bomber da hochschicken. So, eine Runde Sturm muss ich noch aushalten. Zug mal ganz kurz. Keine Lust, zu lang zu warten. Eine Runde lang mal noch ein bisschen Chaos verursachen.
bei dem könntest du noch ein bisschen was am Powerscore ändern. Wenn ich jetzt noch zwei Einheiten wegkrieg. Ich weiß nämlich nicht, wie viel ich bis jetzt schon kaputt bekommen habe. Das ändert zwar nichts, aber mach mal trotzdem. Na dann. Tschüss, du blödes Level. So, den Teil kennen wir ja alle schon. Den Dialog kann ich aber nicht mal skippen. Ach ja, da hat der Maverick einfach mal alle gerettet. Naja. Das ist übrigens auch der Grund, warum Andy und Maverick in Dual Strike ein Tag Team sind. Hm? Weil Andy und. Also Andy wurde hier von Maverick einfach mal gerettet. Deswegen haben die einen positiven Tag im Dual Strike. Okay. Tags verhalten sich ja immer mit den Verhältnissen zwischen den Charakteren. Und da schau mal, wer da ist. Hachi! Hm? Hey da, ihr grinst ja alle wie Honigkuchenpferde. Spricht er etwa? Hey, das ist Hachi. Was führt dich denn hierher? Naja, ich sah euch alle in der Hitze des Gefechts und da überkam es mich. Ich musste einfach herkommen und wieder ein Schlachtfeld betreten. Entschuldigen Sie, aber die Schlacht ist vorüber. Glaub das bloß nicht, Kleiner. Es gibt immer noch das Kriegsgebiet andere nette Spielchen. Lange nicht gesehen, Hachi. Tja, man wird. Sensei, du siehst ja topfit aus. Du kennst Sensei? Natürlich. Hachi und ich waren beide Senseis Schüler. Sensei war ein sehr geduldiger Lehrer und manchmal strenger als... Ach, komm schon, Kanwei, das will doch keiner hören. Sag mal, was habt ihr denn jetzt so vor? Ich kehre in meine verwüstete Heimatstadt zurück und baue sie wieder auf. Und ich werde ihnen dabei helfen. Jep, für mich wird es auch höchste Zeit, die Fliege zu machen. Hey, Kid, kommst du irgendwann mal nach Orange Star? Zurück nach Orange Star? Weiß nicht so recht. Olaf behandelt mich eigentlich ganz gut. Und ich mag diese gemütliche Art und die gute Küche. Hey Maxi, grüß Nell von mir, okay? Ja, ich glaube, ab hier ist der Dialog dann eh wieder gleich. Aber ich mag die Dialoge zwischen den Charakteren so schön. Das haben sie immer wieder so nett hinbekommen. Und jetzt habe ich Hachi ja noch als Co. anzuwerben.
Ach Gott, Eagle und Chess, die beiden. Die streiten sich ja auch ständig. Okay. Haben allerdings, glaube ich, keinen Negativ-Tag im Dual-Strike bekommen. Die sind bei 100%. So, jetzt finde ich es wieder echt schade, dass du den die Abspannmusik gleich nicht hören kannst, weil die eigentlich viel zu gut ist. So. Jetzt kriege ich wieder die komplette Statistik von der Advance-Kampagne. Wobei ich die letzten zwei Level ein gutes Stück verkackt habe, aber gut, was soll's. Das heißt, als nächstes geht's dann mit Advance Wars 1 weiter. Und das wird ein gutes Stück schwieriger als das hier. Ach, die ganzen schönen, einfachen Orange Star Missionen am Anfang immer. Die kann man alle so schön leicht S-ranken. Da war ja auch schon ein B-Rang drin hier. Ich hatte sogar in Orange Star schon einen B-Rang, aber gut, die Fabrikmission von Orange Star ist auch eine ziemlich schwere, muss ich dazu sagen. Die finde ich wesentlich schwerer als die anderen drei. Also sie hat zwar eine relativ simple Taktik, der man folgen kann, allerdings kann bei der sehr viel schief gehen, weil Helmuts Einheiten einfach viel zu random unterwegs sind. Okay. Ja, weil der, wie der seine Einheiten bewegt, ist jedes Mal anders und du musst einfach Glück haben, dass er sie nicht saublöd bewegt, weil wenn er sie saublöd bewegt, dann kommst du nicht an seine Pipeline ran. Hast du nicht mal eine Chance. So, das war schon der Teil, wo du dann auch mit dabei warst hier, Yellow Comet Kampagne. Also Yellow Comet Fabrik Mission habe ich ja mit dem S-Rang gemacht. So, hier. Ab hier ist Blue Moon. Ich bin mal gespannt, ob das noch ein Overall S-Rank wird. Das würde mich echt interessieren, weil das könnte nämlich echt sogar noch. Ich habe diesmal echt nicht so gut gespielt, wie ich es könnte. Das glaube ich wird sogar noch ein A-Rang. Es sei denn, gut, es sei denn, die ganzen S-Ränge sind jetzt wirklich sehr, na gut, ich habe eine Menge S-Ränge. Es kann schon sein, dass ich da, vor allem ich habe Blue Moon, glaube ich, komplett ge-S-Ranked. Okay, bis auf den 14-Tage-Test, aber der ist auch verdammt schwer zu S-Ranken. Wenn nicht sogar unmöglich. Bin mir nur nicht sicher, ob es geht oder nicht. Okay, und ein A-Rang auf der Fabrikmission. Na gut. Sync-Syndrom ist dafür dieses Mal wesentlich besser gegangen als sonst. Da habe ich normalerweise immer die vollen 17 Tage gebraucht. Oha, da habe ich ja auch noch einen B-Rang. Sind sehr viele B-Ringe diesmal dabei. Okay, die B-Ringe ziehen das Ganze dann schon sehr runter. Also ich glaube, das wird ein A, also ich meine, das wird ein A-Rang. Vor allem, weil ich gegen Ende so viele B noch hatte. Wobei ich witzigerweise auf den wieder einen S bekommen habe. Aber gut, bei dem
weiß ich mittlerweile, wie ich spielen muss. Und das war nur 19 Tage dort. Kam mir wie mehr vor. So, die Stuff Credits. So, die skippe ich jetzt einfach mal. Da ist die Musik auch nicht so schön. Oha, da hat's mein Internet schon wieder weggehauen. Zumindest mein Skype. Dein Skype? Ja, es war nur das Skype, okay. Komisch. Aber ja, ich habe sogar noch einen S-Rang bekommen auf die komplette Kampagne. Oh, cool. Das... Na gut, hatte wahrscheinlich doch zu viele davon. Auf jeden Fall, wir haben die Advance-Kampagne von Advance Wars 2 geschafft. Die war schon mal wesentlich schwerer als die von Advance Wars Dual Strike. Und ab jetzt darf ich auch Hachi als Co. kaufen. Hab nur leider nicht genug Geld dafür. Hachi! Ja, der stärkste Co. im Spiel, neben Sturm. Ich leg mal den Skype schon mal aus, ne? Jojo, ich werde hier... Ja. Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, ich glaube, wir machen nochmal eine grobe Zusammenfassung zu Advance Wars 2. Insgesamt ein sehr schöner Teil dieser Reihe. Vor allem mit einer sehr herausfordernden Advance-Kampagne, zumindest gegen Ende hin. Insgesamt jetzt nicht sonderlich schwer, bis auf die letzten zwei Level, aber durchaus noch mit eigenen Taktiken machbar, sagen wir es mal so. Ansonsten... Ja, jetzt geht's dann weiter zu Advance Wars 1. Das wird das meiner Meinung nach schwierigste von den ganzen, weil... ja, ich glaube, das werdet ihr sehen, wenn es soweit ist. Ich glaube, ich werde mir dafür auch mal jemanden besorgen, der mir in dieser Zeit einen Guide vorlesen kann, weil ich habe keine Lust, das die ganze Zeit selber durchzulesen. Und das heißt, ich werde entweder dich oder Crow die ganze Zeit mit dabei haben. Für die erste Mission brauche ich den Guide noch nicht, weil für den kenne ich ihn auswendig. Aber für alle weiteren werde ich ihn wahrscheinlich brauchen. Es sei denn, wir versuchen es ohne Guide und dann wird das Ganze sehr schwierig. Beziehungsweise wird sich ewig ziehen. Und das, obwohl wir in Advance Wars 1 nur maximal 22 Missionen haben. Okay. Wenig, aber schwer, ne? Das ist sehr, sehr schwer, vor allem wenn man die allerletzte Mission macht, die ich in der normalen Kampagne ja gespielt habe, nämlich Rivalen. Dazu müsste ich halt Eagle in Final Battle mitbenehmen. Was ich in der Advance-Kampagne auf jeden Fall nicht machen werde übrigens. Schon allein, weil ich Drake noch freischalten will und ich dafür einen komplett anderen Weg gehen muss und Drake in der letzten Mission dann kriege oder Kanbei, je nachdem, ob ich die Kanbei-Missionen schnell genug schaffe. Aber ansonsten heißt es da einfach nur, ja, ich werde nicht die Rivalenmission freischalten, weil wenn ich die freischalte, dann habe ich mehr oder weniger kaum eine Chance, dass ich die gewinnen kann, weil die ist wirklich sehr, sehr schwer. Ich habe sie auch noch nie wirklich geschafft. Also dann, ich beende jetzt die Aufnahme und wir sehen uns dann bei Advance Wars 1 in der Advance-Kampagne wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.